Hiroshima, Nagasaki, August 1945. Um 8.15 Uhr und 17 Sekunden am Morgen des 6. August 1945 wurde eine Atombombe über Hiroshima, Japan, abgeworfen. Die Piloten der 109. Composite Group der Air Force der Vereinigten Staaten konnten die Blumen in den Gärten unter ihnen sehen. Die Bombe hatte ein Gewicht von 4 Tonnen und die Kraft von 12.500 Tonnen TNT. Sie explodierte 30 Meter über dem Boden. Der Feuerball hatte einen Durchmesser von 5.500 Kilometern. Die Temperatur im Innern des Feuerballs entsprach der Oberflächentemperatur der Sonne. In der Nähe des Zentrums zerfielen Menschen zu Staub. Im Inneren war kein Geräusch zu hören. Das Weiß der Bombe war gleißender als jedes andere Weiß, weiß wie die Sonne. Augen, die auf die Bombe gerichtet waren, erblindeten. Innerhalb von 9 Sekunden wurden 100.000 Menschen getötet und 100.000 weitere wurden verletzt. Innerhalb von 9 Sekunden fing die Stadt Feuer. Asphalt und Stahl brannten wie Papier. Dann verdunkelte sich die Sonne durch den Rauch und den Staub. Über der Stadt befand sich eine Rauchwolke von über 12 Kilometern Höhe. 2 Stunden später fielen schwarze Regentropfen, groß wie Murmeln, vom Himmel. Ich erinnere mich. Es kam ein helles Licht, sehr helles Licht. Noch nie so hell gesehen. Ich weiß nicht, warum das passiert ist. Meine Freundin, wir beide waren immer zusammen, aber ich konnte sie nicht finden. Es wurde so dunkel, rot wie Feuer. Nur Rauch und dunkles Rot. Ich konnte niemanden sehen. Viele liefen umher, ich bin hinterhergerannt. Dann kam der Nebel, roter Nebel, dann war alles grau und die Menschen um mich herum starben. Viele sahen so furchtbar aus, die Haut schälte sich ab, einfach furchtbar. Ich glaube, sie hatten Angst, furchtbare Angst. Ich habe bei Menschen noch nie einen solchen Schmerz gesehen, nicht menschlich. Ich glaube, so ist es in der Hölle. Keine Gesichter, keine Augen, alles rot und brennend. Wie Frauenhaare, staubig und rauchend. Viele flüchteten in den Fluss. Ich habe sie beobachtet. Viele trinken Wasser, aber die fallen hinein, sterben, treiben davon. Man hört Schreie. Namen werden gerufen, aber ich kann nichts hören, weil so viele schreien und Namen rufen, so viele Stimmen. Das Licht der Bombe führte zu ständigem Schatten, brannte sich in Holz und ätzte sich in den Stein. Blätter, Blumen und Menschen verschwanden, aber ihre Schatten blieben bestehen. In Hiroshima gab es an diesem Tag keine Panik, nur Stille, die Todesstille. Menschen bewegten sich langsam durch die Straßen, wie Geister, bedeckt mit Staub und Asche, fielen tot um, während sie liefen. Am Fluss bluteten Menschen aus ihren Gesichtern oder Händen und starben ohne einen Laut. Menschen, die unter Ruinen verschüttet waren, riefen geduldig und bescheiden, bitte helft mir.
In Hiroshima wurde an diesem Tag die Hälfte aller Ärzte getötet. Jeden Tag kamen 3.000 bis 10.000 Menschen hilfesuchend in die Krankenhäuser. Und jeden Tag starben 2.000 davon. Sie wurden in Massengräber geworfen, weil es für Einzelgräber zu viele waren. Die Menschen lebten in den Krankenhäusern. Sie hatten keine andere Zufluchtsstätte. Das Zentrum von Hiroshima war eine rotbraune Narbe von mehr als 6 Kilometern Durchmesser. Zwischen eingestürzten Gebäuden lagen verbogene Fahrräder und ausgebrannte Autos, festgehalten mitten in der Bewegung. Auf Schuttberge legten Kinder selbstgemachte Schilder. Schwester, wo bist du? In Hiroshima wusste keiner, was passiert ist. Fast keiner hatte die japanische Radiomeldung gehört, dass die Stadt durch eine neue Art von Bombe getroffen wurde und dass die Einzelheiten untersucht wurden. Der Krieg ging unterdessen weiter. Drei Tage später, am 9. August 1945, an einem heißen Sommermorgen, ruhig, hell und windstill, um 11:02 Uhr, wurde eine zweite Atombombe über Nagasaki, Japan, abgeworfen. Der Fall dauerte 40 Sekunden. Die Bombe explodierte einige Kilometer vom Ziel entfernt. In einem kurzen Augenblick starben 50.000 Menschen. Im Inneren war nichts zu hören. Die Urakami-Kathedrale stand 500 Meter vom Zentrum der Bombe entfernt. Ihre Statuen färbten sich schwarz. Die Mitsubishi-Fabrik war 1 Kilometer vom Zentrum entfernt. Hier wurden 6.200 Männer getötet oder verletzt. Die medizinische Universität war 500 Meter vom Zentrum entfernt. 198 starben, 238 wurden verletzt. Das Gefängnis von Nagasaki war 250 Meter vom Zentrum entfernt. 140 Häftlinge starben in ihren Zellen. Die Chensai-Mittelschule war 500 Meter vom Zentrum entfernt. Die meisten Kinder starben, während sie auf den Schulbänken saßen. 500 Meter vom Zentrum entfernt wurden Straßenbahnen aus den Gleisen geworfen. Passagiere begannen zu schreien, dann fingen die Straßenbahnen Feuer und brannten. Zur gleichen Zeit brannte sich bei einigen Frauen das Muster ihrer Kimonos in die Haut ein. Am 8. Tag nach der Bombardierung von Hiroshima und am 5. Tag nach der Bombardierung Nagasakis endete der Krieg zwischen Japan und den Vereinigten Staaten. Es war der 14. August.
Am 12. Tag öffneten sich noch nicht verheilte Wunden weiter. Und am 14. Tag sahen Frauen, während sie vor ihrem Spiegel standen, wie ihnen beim Kämmen die Haare büschelweise ausfielen. Krankenhäuser füllten sich mit Patienten, die zuvor nicht krank waren. Sie übergaben sich, ihre Zähne bluteten und lila Flecken erschienen auf ihrer Haut. Einige konnten nicht berührt werden, weil sich ihre Haut in großen, handgroßen Stücken löste. Sie wurden zunächst unter Quarantäne gestellt, als Opfer einer mysteriösen Infektionskrankheit betrachtet. Nach und nach kam man dahinter, dass es sich bei der Krankheit um Strahlungsschäden handelte und diese Menschen besondere Opfer der Atombombe wurden. Und am 20. Tag nach der Bombe begann in den Ruinen der Stadt die Vegetation wild zu wuchern. Aus den verkohlten Resten von Pflanzen wuchsen sattgrüne Gräser und Blumen, stimuliert durch die atomare Strahlung. Und als die Menschen an der Strahlung starben, waren die Städte mit Blumen übersät. Nach dem ersten Atomtest sagte Robert Oppenheimer, einer der Erfinder der Bombe, in der Tat wird sich die Welt verändern. Ich erinnere mich an die Zeilen aus der Hindu-Schrift, den Teil über Vita, wie Vishnu den Prinz zu überreden versuchte, dass er seiner Pflicht nachkommen sollte. Und um ihn zu beeindrucken, nahm er seine vielarmige Form an und sagte, nun bin ich der Tod, der Zerstörer der Welten. Das war im Jahre 1945. Stellen Sie sich 25.000 dieser Atombomben vor, die an einem Ort zur gleichen Zeit explodieren, mit einer Kraft von 31 Millionen Tonnen TNT. Heutzutage wurden derart verheerende Nuklearwaffen schon getestet.
Offizieller Film des Kriegsministeriums, produziert vom Bilddienst der Armee und der Fernmeldetruppe. Der atomare Schlag. Kurz nach Ende des Krieges wurde eine amerikanische Mission nach Japan entsandt, um über die Zerstörungen durch die Atombombe zu berichten. Die Mission, organisiert seitens des Manhattan Engineer District, umfasste Ingenieure, Mediziner und einige Wissenschaftler. Dieser Film zeigt einen Teil der Zerstörung, deren Zeugen sie wurden. 16. Juli 1945. Dies ist die Dunkelheit eines Morgens in der Wüste. Und hier in New Mexico wartet eine Gruppe von Männern, gespannt, erwartungsvoll. Hinter ihnen liegen 3 Jahre ununterbrochene Arbeit. Arbeit, die unter beispielloser Geheimhaltung erfolgte. Drei verschiedene Kameras zeichnen in 10 Kilometer Entfernung die Ansicht der konzentriertesten Freisetzung explosiver Energie in der Geschichte der Menschheit auf. Vom Zeitpunkt der ersten Explosion an bis zu dem Zeitpunkt, an dem Hiroshima unter der Freisetzung atomarer Energie erzitterte, wurde die Arbeit an der Bombe in streng bewachten Fabriken in New Mexico, Oak Ridge, Tennessee und Hanford, Washington stetig vorangetrieben. Seit über 100 Jahren waren in der Stadt Hiroshima einige der besten Elitetruppen Japans stationiert. Die Stadt wurde niemals bombardiert, jedoch wiederholt gewarnt. Nun hatten Hauptquartiere und Versorgungslager, Werke, Fabriken und Werften das Gewicht der atomaren Zerstörung zu tragen. "21 Tage nach dem Experiment in New Mexico trug eine B-29 eine Atombombe nach Hiroshima. Um 8.15 Uhr am Morgen des 6. August japanischer Zeit traf die erste Atombombe ein feindliches Ziel. Dies ist der Nullpunkt über Hiroshima, der genaue Punkt oberhalb der Stadt, an dem die Bombe explodierte, an der Verbindung des Motoyasu- und Honkawa-Flusses. Die Atombombe wurde absichtlich weit oberhalb des Ziels gezündet, damit das radioaktive Material verteilt wird. Die Zerstörung, die Sie hier sehen, wurde durch die Explosion der Bombe oberhalb dieses Nullpunktes erzielt. Nur die stärksten Gebäude blieben ausgehöhlt stehen. Wenn man vom Nullpunkt nach Norden blickte, war das zu sehen. Nach Osten zeichnete die Kamera eine Szene vollständiger Zerstörung im unmittelbaren Bereich auf. Im Süden sieht man Ruinen.
Wenn man vom Nullpunkt nach Westen schaut, ist das Gleiche zu sehen. Nichts konnte der atomaren Kraft widerstehen. Etwa 150 Meter vom Nullpunkt entfernt sind die Auswirkungen der Bombenexplosion an den kahlen und geknickten Bäumen am russisch-japanischen Kriegsdenkmal zu sehen. Am Denkmal sind Furchen regelrecht eingefräst. Blickt man vom Sanwa-Gebäude nach Westen, wird die Seite eines Betonschornsteins in der Nähe der Explosion total entfärbt sichtbar. Das Gebäude der Hiroshima-Gaskompanie auf der rechten Seite des Bildes wurde durch die Explosion nahezu vollständig zerstört, wie durch den Schlag eines riesigen Vorschlaghammers. Das Sanwa-Bankgebäude aus Stahlbeton wurde fast dem Erdboden gleichgemacht. Diese verdrehten Stahlträger stützten einmal das Dach. Die Richtung der Bombenexplosion kann man an der Betonbrüstungswand erkennen, die sich über das Dach des Bankgebäudes erstreckt. Etwa 150 Meter vom Nullpunkt entfernt befand sich auch ein Shinto-Schrein. Auch hier hat die Explosion die Bäume entblättert und das Mauerwerk zum Einsturz gebracht. Ursprünglich bestand der Fuß der Statue aus poliertem Granit. Jetzt ist der Stein durch die enorme Druckwelle aufgeraut, die polierte Schicht vollständig abgetragen. Die helleren Stellen weisen den Winkel der Bombenexplosion, als ob diese auf die Oberfläche gemalt worden wäre. Die in der Nähe stehenden Laternenpfähle zeigen Brandspuren auf der Seite, die zur Explosion weist. Das Commercial Museum befand sich ebenfalls in Nähe zum Nullpunkt. Die Gartenmauer wurde durch die Wucht nach innen gebogen. Die nach unten gerichtete Kraft der Explosion ließ die Betonträger, die das Dach stützten, einstürzen. Das Dach senkte sich ab. Nach Osten sieht man ein Gebiet vollständiger Zerstörung. Die Schienen wurden von der Brücke gerissen und an den Stahlpfosten auf der Brücke zeigen sich die Wirkungen der Atombombenexplosion. Kies wurde mit einer Wucht verschleudert, dass es zu einer Gravur des Stahls kam. Die Vorderfront dieser Schule ist 400 Meter vom Nullpunkt entfernt und diesem zugewandt. Die Senkung im Stahlbetonboden kann hier am Eingang gesehen werden. Die nun herabhängenden Stahlträger stützten einst die abgehängte Decke. Dieses Gebäude aus Stahlbeton wurde seitlich getroffen, was zu einem Einsturz der unteren Stockwerke führte. Dieses Ödland, 480 Meter vom Nullpunkt entfernt, beherbergte einst die japanischen Militärhauptquartiere. Die Baracken wurden vollständig zerstört. Der größte Teil der etwa 20.000 hier Arbeitenden wurde getötet. Das verbogene Stahlrahmenwerk ist alles, was von einem Gebäude übrig blieb, das 640 Meter vom Nullpunkt entfernt stand. Wobei dieses Stahlbetongebäude der Chipoji Electric Company 800 Meter vom Nullpunkt entfernt dem Schlag besser widerstanden hat. Knapp einen Kilometer außerhalb war die Zerstörung immer noch fast so total wie am Nullpunkt. Holzstrukturen sind durch die Explosion vollständig verschwunden. Hier stand Hiroshima Castle. Das Rahmenwerk wurde durch die Kraft der Explosion zerstört. Jedoch traten Brände sekundären Ursprungs nicht auf. Wegen seiner 45-Grad-Ausrichtung zur Explosion weist die Hiroshima City Hall aufgrund ihrer Stahlbetonkonstruktion bedeutend weniger Schäden auf. Türen und Fenster wurden durch die Wucht eingedrückt. Schatten der Pfeiler auf der Yorosur-Brücke zeigen die Richtung der Explosion. Knapp einen Kilometer vom Nullpunkt entfernt ist auch dieser Brückenboden gezeichnet, außer an den Stellen, wo die Schienen einen Schutz darstellten. Auf der Oberfläche der Brücke ist der Schatten eines Fußgängers zu erkennen.
Welch tragisches Schicksal mag sich dahinter verbergen? »1600 Meter vom Nullpunkt entfernt werden die Explosionsschäden geringer. Die Folgen sekundärer Brände sind jedoch immer noch schwerwiegend. Auf dieser Seite einer Brücke über den Hongkawa-Fluss, 1600 Meter vom Nullpunkt entfernt und diesem zugewandt, war die Bleifarbe aufgrund der Explosion quasi abgeschmirgelt. Die Oberfläche der anderen Seite der gleichen Brücke wies jedoch keine Spuren auf.« Etwa 1,5 Kilometer vom Nullpunkt entfernt befindet sich ein Rotkreuz-Krankenhaus, das den Betrieb trotz Beschädigung nicht eingestellt hatte. Das ist die Vorderseite des Gebäudes, die nach Nordosten zeigt. Auf der nordwestlichen Seite wurden die Stahlfenster auf allen Stockwerken eingedrückt, ebenso auf der südwestlichen. Hier im Südosten wurden die Fenster jedoch herausgedrückt. Ein Blick ins Innere des Krankenhauses zeigt Stühle in der gleichen Position wie vor der Explosion. Die Rückseiten der Stühle, die dem Nullpunkt zugerichtet waren, wurden durch das Fenster verbrannt. Die Mohair-Polsterstoffe waren bis auf den Flur verbrannt. Die Auswirkungen auf diese Wand, die auf den Nullpunkt gerichtet war, entsprachen dem Explosionsschaden auf der gegenüberliegenden. Darüber hinaus waren Teile im Innern eingefallen. Wenn man vom etwa 1,5 Kilometer entfernten Dach des Rotkreuz-Krankenhauses in Richtung Nullpunkt blickt, ist die enorme Zerstörung durch die Atombombe ersichtlich. Armeefahrzeuge unserer Besatzungsstreitkräfte fahren durch die Straßen. Blickt man in die andere Richtung, in den Süden des Nullpunkts, sieht man nur noch wenige Mauern und die Reste eines Stahlbetongebäudes. In Richtung Westen, 1600 Meter vom Nullpunkt entfernt, markiert als einziges Zeichen ein Betonschornstein die Öde. Notdürftige Behausungen aus Schutt wurden in dem Gebiet errichtet. Unabhängig von der Art der Konstruktion, die die Japaner nutzten, sei es Holzrahmen und Gipswände wie hier oder Holzlatten und Gipsplatten, machten sie keinerlei Versuche, die verschiedenen Gebäudearten in Zonen aufzuteilen. Baracken, Wohnhäuser, Industriezentren aus Stahl und Stahlbeton, Fabrikgebäude aus Ziegeln. Alle wurden nebeneinander errichtet, ohne Rücksicht auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Innerhalb eines Bereichs von knapp 2,5 Kilometern war mit Ausnahme einiger Stahlbetongebäude alles zerstört. Zwischen 2,5 und gut 3 Kilometern gab es schwere Brände und leichtere Schäden durch die Explosion. Zwischen 3 und 10 Kilometern gab es geringe Brand- und Explosionsschäden, angefangen von lädierten Dächern bis zu zerbrochenen Fenstern. Alle Holzgebäude 2,5 Kilometer vom Zentrum der Explosion entfernt fielen Bränden sekundären Ursprungs zum Opfer. Der Higashi-Bahnhof im Osten von Hiroshima, knapp 2,5 Kilometer vom Nullpunkt entfernt, war stark beschädigt, wurde jedoch noch genutzt. Das Vordach zerbrach durch die Wucht der Explosion. Als es herunterfiel, riss es Ziegel aus Teilen des Gebäudes mit. Im Innern der Station waren Stahlträger, die das Dach stützten, verbogen. Die Betonwände, obwohl noch vorhanden, zeigten Zeichen der enormen Erschütterung. Bei diesem Universitätsgebäude in gleicher Entfernung vom Nullpunkt wie der Bahnhof wurde die Nordwand durch die Explosion weggerissen. Der zweite Stock der Wand wurde dabei besonders schwer beschädigt. Blickt man durch den zerbombten Bereich der Wand auf den Nullpunkt, sieht man, dass hier nicht alle Gebäude so stark zerstört wurden wie das Schulgebäude.
Ein Teil der Schulwand war auf die Bänke gestürzt. Teile davon hatten sich verschoben. Jene Wand der Universität, die am weitesten vom Nullpunkt entfernt war, wölbt sich nun in Richtung der Explosion. Das gesamte Glas aus den Fenstern war herausgedrückt worden. Zwischen dem Nullpunkt und dem Hauptgebäude einer Novizität von Jesuiten, 4 Meilen entfernt, befand sich ein Hügel, der die Wucht der Explosion abschirmte. Trotzdem waren alle Fenster zersplittert und Teile der Wand eingedrückt. Die Kapelle im linken Flügel des Gebäudes bestand aus Holz- und Gipswänden. Die Glastüren am Hauseingang waren zersplittert. Die eingezogene Decke im Foyer durch die Wucht der 4 Meilen entfernten Explosion weggetragen worden. Eine Gruppe von Jesuiten, die in Hiroshima unterrichteten, überlebte das Inferno. Einer von ihnen gab einen Augenzeugenbericht. Pater, würden Sie sich bitte vorstellen? Ich bin Pater Simes, Professor für Philosophie an der Katholischen Universität in Tokio, die unter Leitung von Jesuitenpriestern steht. Was machten Sie zum Zeitpunkt der Explosion in Hiroshima? Nun, meine Philosophieklasse wurde vor 5 Monaten von Tokio nach Hiroshima evakuiert und ich war hier mit meiner Klasse in einem Studienhaus am Stadtrand untergebracht. Können Sie genau beschreiben, was am Morgen des 6. August geschah? Ich war in meinem Zimmer, das Richtung Tal gerichtet ist, und ich sah aus dem Fenster, um eine Erklärung für dieses seltsame Phänomen zu finden. Aber ich sah nichts als Licht. Und als ich mich vom Fenster Richtung Tür drehte, hörte ich einen Knall. Es waren vielleicht 10 Sekunden vergangen, nachdem ich das Licht gesehen hatte, diesen Blitz. Dann wurde ich mit Splittern der Fensterscheiben übersät. Glas bohrte sich in die Wände und in mein Fleisch. Ich versuchte, aus dem Raum zu gelangen, aber es war durch die Wucht der Explosion schwer beschädigt. Ich hatte zu dieser Zeit den Eindruck, die Bombe sei direkt in das Haus eingeschlagen. So stark war die Erschütterung. Aber als ich aus dem Haus herausschaute, sah ich keine Spur der Bombe. Etwa 1 Kilometer entfernt sah ich einige Bauernhäuser brennen. Nach einer Weile bemerkte ich, wie Menschen aus den Vororten der Stadt durch das Tal liefen. Die meisten waren verletzt, insbesondere die Teile des Körpers, die nicht mit Kleidung bedeckt waren, wie Hände, Füße oder Rücken. Sie kamen zu unserem Haus und wir taten unser Bestes, aber es gab keine Möglichkeit, so vielen zu helfen. Tatsache war, dass das gesamte Fett, das wir im Hause hatten, im Nu verbraucht war. Wie viele Leute sind Ihrer Einschätzung nach ums Leben gekommen? Alle Überlebenden von uns schätzen die Zahl der Todesopfer auf 100.000. Diese Schätzung basiert nicht auf offiziellen Zahlen, sondern nur auf unseren Kenntnissen über besondere Gruppen innerhalb der Bevölkerung. Hat nach der Katastrophe in der Stadt irgendjemand die Leitung übernommen? Es gab niemanden, der nach der Katastrophe die Leitung hätte übernehmen können, da praktisch alle kompetenten Personen getötet worden waren. Der Bürgermeister, der Stadtkommandeur, viele hochrangige Offiziere, ein koreanischer Prinz, der zu dieser Zeit in Hiroshima stationiert war, und auch die Regimente der Stadt wurden ausgelöscht. The regiments of the city were wiped out.
Wie ist Ihre Meinung darüber, dass die Ruinen der Stadt eine tödliche Strahlung absondern? Nun, ich halte das für ein Gerücht, da ich und andere unmittelbar nach der Explosion mehrere Stunden in der Stadt gearbeitet haben und wir keine Krankheitsanzeichen spüren. Erzählen Sie mir etwas über die japanischen Reaktionen gegenüber den Amerikanern und der Atombombe. Weder ich noch die anderen Geistlichen sahen in den vergangenen furchtbaren Tagen einen Ausbruch von Hass gegenüber den Amerikanern. Während des ganzen Krieges gab es keine Antipathie gegenüber den Alliierten. Zu Beginn, nach den großen japanischen Erfolgen, neigten die Japaner dazu, auf den Gegner herabzusehen. Aber nachdem die Gegenoffensive planmäßig lief, begann man, die Fertigkeiten der Amerikaner zu bewundern. Besonders als die majestätische B-29 über Tokio auftauchte, bewunderte fast jeder die Amerikaner. Pater, wie ist Ihre Meinung und wie ist die Meinung Ihrer Kollegen hinsichtlich der Verwendung der Atombombe? Wir haben die Ethik der Verwendung der Bombe diskutiert. Und einige sehen sie in der gleichen Kategorie wie Giftgas und waren gegen eine Anwendung gegenüber der Zivilbevölkerung. Andere waren der Ansicht, dass es bei einem totalen Krieg wie dieser in Japan keinen Unterschied zwischen Zivilisten und Soldaten gibt und dass die Bombe ein effektives Mittel war, das Blutvergießen zu beenden, Japan aufzufordern, sich zu ergeben und eine komplette Zerstörung zu vermeiden. Es erscheint logisch, dass sich der, der einen totalen Krieg fördert, nicht wegen eines Krieges gegen Zivilisten beschweren kann. Bleibt die Frage, ob ein totaler Krieg in der derzeitigen Form zu rechtfertigen ist, selbst wenn er einer gerechten Sache dient. Liegt hier nicht das Böse zugrunde, da die Folgen, das Gute, das entstehen soll, weit übersteigen? Werden uns unsere Moralisten eine Antwort auf diese Frage geben können? Das normale Leben ging in den zerstörten Teilen Hiroshimas weiter. Im Nordosten der Stadt wurden notdürftige Behausungen aus jedem Material hergestellt, das aus den Ruinen geborgen werden konnte. In der Nähe des Higashi-Bahnhofs im Osten der Stadt wurden Holz, Blech und Dachteile für den Neuaufbau verwendet, egal wie es aussah. Unmittelbar nach der Bombardierung von Hiroshima überreichte der Präsident der Vereinigten Staaten der japanischen Regierung ein Ultimatum. Aufgabe oder vollständige Zerstörung. Das Ultimatum wurde ignoriert. Um 10.58 Uhr am Morgen des 9. August japanischer Zeit detonierte die zweite Atombombe über der industriellen Seehafenstadt Nagasaki. Fast die gesamte Bevölkerung von 230.000 Menschen war mit der Herstellung von Waffen, Munition und anderen Kriegsgütern beschäftigt. Zwei große Mitsubishi-Fabriken befanden sich im Stadtzentrum, im Norden eine der größten Torpedofabriken und weiter im Süden die großen Stahl- und Waffenwerke. Die Bombe, die über Nagasaki abgeworfen wurde, zielte auf einen Ort zwischen diesen zwei Punkten, um somit den größten industriellen Schaden zu erzeugen. Im Gegensatz zu Hiroshima war die Wucht der Explosion in erster Linie auf das Industriegebiet gerichtet, das von einer Reihe von Hügeln umgeben war, die viele Bereiche der Stadt abschirmten. Man sah einen großen Pilz, der höher und höher in die Stratosphäre stieg. Da die Bombe hoch über dem Boden gezündet wurde, entwich der Großteil des gefährlichen radioaktiven Materials in die Stratosphäre. Deswegen war das Gebiet unterhalb der Explosion verhältnismäßig frei von Strahlung.
Personen, die kurz nach der Explosion in Nagasaki eintrafen, um Rettungsarbeiten zu verrichten, wurden nicht krank oder verletzt. In einem Gebiet von wenig mehr als 3 Quadratmeilen gab es durch Explosion und Feuer große Schäden. Die meisten Gebäude lagen in Schutt und Asche. Noch erkennbar aus der Luft sah man das Gerippe der Mitsubishi-Fabriken, der großen Stahl- und Waffenwerke und der Fabrik für die Herstellung von Torpedos. Das Mitsubishi Stahl- und Waffenwerk erstreckte sich über eine Länge von etwa 1,5 Kilometern. Die Gebäude waren modern und entsprachen amerikanischen Industriebauten mit Stahlrahmen, Dächern und Seitenwänden aus Wellblech oder Asbest. Die Gebäude aus Stahlbeton stehen noch inmitten verbogener Stahlrahmen. Einige Schornsteine blieben erhalten, weil sie der Explosion verhältnismäßig wenig Widerstand entgegensetzten. Aber wie in Hiroshima hat die zielgerichtete Kraft Stahl verbogen und Wellblech von den Stahlrahmen der Gebäude geschält. Wo Wellblech übrig geblieben war, war es zusammengedrückt, gleich einem Taschentuch. Diese Gebäude zeigen unterschiedliche Zerstörungen, abhängig von der Nähe zum Nullpunkt und ihrer Stärke. Diese Fabrik, 480 Meter vom Nullpunkt entfernt, hat trotz recht guter Bauweise beträchtliche Schäden. Andere Gebäude jedoch waren stabiler. Einige stützten starke Laufkräne. Die Schäden an der Ausrüstung im Innern waren dennoch erheblich. Diese Maschine wurde zur Herstellung von Schiffskanonen, Flugabwehrkanonen und schwerer Artillerie verwendet. Im Tal standen Häuser auf dem gesamten Fabrikgelände verteilt. In diesen Häusern wurden Teile für die japanische Rüstungsindustrie hergestellt. Explosionen und Sekundärbrände zerstörten die leicht gebauten Gebäude und hinterließen in vielen Fällen beschädigte Ausrüstungen. Fotografiert vom Nullpunkt aus zeigte dieser Bereich von 8 Quadratkilometern eine fast vollständige Zerstörung. Beachten Sie, wie die Hügel im Süden die Folgen der Explosion minderten. In weiteren 14 Quadratkilometern gab es geringere Schäden durch die Explosion, aber starke Schäden durch Brände. Der gesamte Schadenbereich deckte fast 110 Quadratkilometer ab, angefangen bei vollständiger Zerstörung bis hin zu beschädigten Dächern und zerbrochenen Fenstern. Die größte Distanz, in der ein Schaden verzeichnet wurde, war in 19,3 Kilometer Entfernung, wo durch eine Fokussierung der Erschütterung eine Arbeiterbaracke einstürzte. Meter vom Nullpunkt entfernt ein gebrochener Schornstein. Ein Gefängnis aus Beton und Mauerwerk. 320 Meter vom Nullpunkt entfernt, wurde fast vollständig zerstört. Die stehen gebliebenen Wände standen parallel zur Richtung der Explosion. Dieser Bereich war vom Nullpunkt bis zu der Kirche am Fuße des Hügels, etwa 1,5 Kilometer entfernt, komplett ausradiert. Im Flussbett liegt die Kuppel, die von der Kirche gerissen wurde. Vom Gaswerk ist ein Berg aus verbogenem Metall übrig geblieben. Hier 2 Betonwände, die Überreste von 2 Fabrikgebäuden. Die Brücken wiesen in Nagasaki größere Schäden auf als in Hiroshima. Aber selbst in der Nähe des Nullpunktes schaffte es die nach unten gerichtete Kraft der Explosion, wegen der Bombendetonation in großer Höhe, nicht, die Straßen und Schienen zu zerstören. Die Hauptstraße von Süden nach Norden in Nagasaki
war schon kurz nach der Katastrophe wieder zu benutzen. Ein typisches Wohngebiet in einem Vorort von Nagasaki, 2,4 Kilometer vom Nullpunkt entfernt. 6 Wochen nach der Explosion der Atombombe arbeiten die Überlebenden eifrig am Wiederaufbau ihrer Häuser. Fazit: Endlose Arbeitszeit. 2 B-29, 2 Atombomben in 3 Tagen, 2 Städte. Das Resultat spricht für sich selbst. Das ist ein offizieller Zivilverteidigungsfilm der Vereinigten Staaten. Überleben eines Atomangriffs. Stellen wir uns einmal vor, dass Atombomben vielleicht auch auf unsere Städte geworfen werden könnten. Um zu überleben, müssen wir die Wirkungen dieser schrecklichen Waffen kennen. Eine Atombombe zerstört oder verletzt auf 3 verschiedene Arten: durch Explosion, Hitze und Radioaktivität. Die Explosion ist das größte Zerstörungselement. In Japan wurden dadurch ganze Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. Viele Häuser mit stabiler Bauweise jedoch blieben selbst in der Nähe der Explosion stehen. Prinzipielle Gefahren durch die Explosion sind umherfliegende Glassplitter, umherfliegender Schutt, Brände sowie die Gefahr, unter einem einstürzenden Gebäude begraben zu werden. Die Atombombe zerstört zweitens durch Hitze. Menschen, die ohne schützende Deckung waren, erlitten Blitzverbrennungen. Hier schützte ein Geländer die Fläche dahinter. Jedes Festmaterial bot ähnlichen Schutz. Die dritte Zerstörungsart der Bombe ist die Radioaktivität, die im Augenblick der Detonation freigesetzt wird. Die meisten Menschen jedoch, die ihr ausgesetzt waren, erholten sich vollständig. Auch jene, die unter starken Strahlungsschäden gelitten hatten. Ihr Leben ist heute normal. Auch Kinder kommen ohne Folgeschäden zur Welt. Dies sind also die Auswirkungen der Atombombe, gegen die wir uns schützen müssen. Explosion, Hitze und Radioaktivität. Unsere Städte sind primäre Ziele von Atomangriffen. Aber eine Massenevakuierung würde zu einem Desaster führen. Unseren Feinden passte es in ihr Konzept, wenn wir unsere Städte leer zurücklassen würden. Sollte ein Notfall eintreten, sind unsere Fabriken jedoch Plätze des Widerstandes. Die Produktion muss weitergehen, wenn wir siegen wollen. Unsere Büros und Häuser sind Posten, die nicht verlassen werden dürfen. Mit dem Wissen über die erste Atombombe sind unsere Überlebenschancen sehr viel besser als die der Menschen aus Hiroshima und Nagasaki, weil wir auf die Folgen vorbereitet sind. Die erste Aufgabe besteht darin, in der vertrauten Umgebung nach Schutzplätzen zu suchen. Wenn Sie in einem soliden Privathaus leben, ist der Keller der sicherste Zufluchtsort. Je tiefer er ist, umso mehr Barrieren schützen Sie gegen Explosion, Hitze und Radioaktivität. Wählen Sie die Kellerwand, die dem wahrscheinlichen Bombenzielpunkt in Ihrer Stadt zugewandt ist. Sollte das Haus einstürzen, stürzt es wahrscheinlich von dieser Mauer abgewandt ein. Wenn Sie eine Werkbank oder einen stabilen Tisch haben, unter die Sie kriechen können, stellen Sie diese in Ihrem Zufluchtsbereich in die Nähe einer Wand oder eines starken Stützbalkens. Wenn es Zeit ist, den Schutzraum aufzusuchen, legen Sie sich dort unter den Tisch. Haben Sie ein Haus ohne Keller, wählen Sie einen Zufluchtsort ohne Fenster im Erdgeschoss. Ein Innenkorridor eignet sich wahrscheinlich am besten. Im Notfall müssen im Zufluchtsbereich Spiegel und andere Objekte beseitigt werden, da diese zu Verletzungen führen könnten. Wenn Sie in einem Apartmentgebäude leben, finden Sie die Evakuierungsregeln im Gebäude ausgehängt. Prägen Sie sich diese ein. Informieren Sie sich auch über die Orte öffentlicher Schutzräume in Gegenden, in denen Sie arbeiten oder die Sie oft besuchen.
Es gibt viele Dinge, die Sie schon jetzt tun können. Brandschutz im Haus ist eines davon. Also räumen Sie den Dachboden auf. Bewahren Sie Müll in geschlossenen Behältern. Vermeiden Sie Müllhaufen im Hof. Legen Sie sich einen kleinen Vorrat Konserven an. Diese sind vor Radioaktivität geschützt. Halten Sie eine funktionierende Taschenlampe bereit. Der Strom könnte ausfallen. Halten Sie einen Erste-Hilfe-Kasten griffbereit und lernen Sie, wie man Blutungen stoppt. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, eine Flasche frisches Wasser parat zu haben. Ein Radio ist wichtig, um lebenswichtige Informationen zu erhalten. Wählen Sie schließlich einen Zufluchtsbereich aus und sammeln Sie die notwendige Ausrüstung dafür. Im Falle einer Übung gibt es einen Heulton von 3 Minuten Länge. Sobald Sie ihn hören, reagieren Sie schnell. Schließen Sie die Fensterläden und ziehen Sie die Vorhänge gegen fliegende Glassplitter zu. Schalten Sie Ihren Gas- oder Elektroofen ab. Ziehen Sie die Stecker von Heizelementen wie Bügeleisen, Heizplatten oder Badezimmerheizstrahlern aus der Dose. Schließen Sie alle Außentüren, aber schließen Sie sie nicht ab. Schalten Sie Gas- oder Ölbrenner aus. Einen Schutzraum zu suchen, ist ein Rennen gegen die Zeit, selbst wenn Sie vorher gewarnt wurden. Aber vielleicht haben Sie keine Zeit mehr. Ein Angriff könnte ohne Vorwarnung kommen. Der Himmel würde sich schlagartig erhellen. Wenn eine Türöffnung in der Nähe ist, nutzen Sie diese. Ist der nächste Zufluchtsort mehrere Schritte entfernt, lassen Sie sich augenblicklich fallen. Fliegendes Glas und fliegender Schutt sind unmittelbare Gefahren. Also bleiben Sie, wo Sie sind, bis es sicher ist, sich zu bewegen. Wenn Sie bei einem Überraschungsangriff im Hause sind, kriechen Sie unter einen Tisch in der Nähe oder lassen Sie sich mit dem Rücken zum Fenster zu Boden fallen. Die unmittelbare Gefahr ist etwa in einer Minute vorbei, es sei denn, die Explosion erfolgte in der Nähe des Bodens oder über Wasser. In diesem Fall ist radioaktives Material in Schmutz oder Wasserpartikeln eingeschlossen, die durch die Explosion aufgewirbelt werden. Wenn diese Partikel wieder zu Boden fallen, können sie gefährlich sein. Also gehen Sie bei einer Explosion in Bodennähe sofort ins Haus. Schirmen Sie zerbrochene Fenster mit Laken oder Kartons gegen radioaktiven Staub ab. Strahlenschutzteams der Zivilverteidigung, ausgestattet mit Strahlungsmessern, überprüfen die Kontamination in bombardierten Gebieten. Bleiben Sie in Deckung, bis Sie offiziell hören, dass es draußen sicher ist. Wenn Sie radioaktivem Staub ausgesetzt waren, waschen Sie die gefährdeten Körperteile. Achten Sie besonders auf die Haare. Entfernen Sie den Schmutz unter Ihren Fingernägeln. Wenn die Menschen aus Hiroshima und Nagasaki so viel über Zivilverteidigung gewusst hätten wie wir, hätten Tausende von Leben gerettet werden können. Wir haben das Wissen und eine Vorbereitung kann Ihr Überleben sicherstellen. Also handeln Sie jetzt. Es könnte einmal Ihr Leben davon abhängen. Deedle-dum-dum, deedle-dum-dum, deedle-dum-dum. There was a turtle by the name of Bert, and Bert the turtle was very alert. When danger threatened him, he never got hurt. He knew just what to do. He ducked and covered, ducked and covered.
He did what we all must learn to do. You and you and you and you. Erinnert euch daran, was Bert die Schildkröte gerade getan hat, Freunde, weil jeder von uns das Gleiche tun muss. Hiervon handelt dieser Film. Ducken und Schützen. Dies ist ein offizieller Zivilverteidigungsfilm, produziert in Kooperation mit der Bundeszivilverteidigung und unter Beratung der Sicherheitskommission der Nationalen Bildungsgesellschaft. Hey Bert, komm raus und stell dich all diesen netten Menschen vor. Bitte? Na gut, wir können dir keinen Vorwurf machen. Wissen Sie, Bert ist ein sehr, sehr vorsichtiger Junge. Wenn Gefahr besteht, ist das die Art und Weise, wie er sich vor Verletzungen schützt. Manchmal rettet es ihm sogar das Leben. Deswegen lernen diese Kinder, in Deckung zu gehen. Genauso wie ihr an euren Schulen. Wir wissen alle, dass die Atombombe sehr gefährlich ist. Da sie gegen uns verwendet werden kann, müssen wir auf sie vorbereitet sein. Genauso wie auf die vielen anderen Gefahren. Feuer ist eine Gefahr. Es kann ganze Gebäude zerstören, wenn man nicht aufpasst. Aber wir sind auf Feuer vorbereitet. Wir haben eine gute Feuerwehr, die das Feuer bekämpft. Und ihr habt Feuerübungen in den Schulen und wisst, was zu tun ist. Automobile können auch gefährlich sein. Die verursachen manchmal schlimme Unfälle. Aber wir sind bereit. Nun müssen wir uns auf eine neue Gefahr vorbereiten, die Atombombe. Zuerst müsst ihr wissen, was passiert, wenn eine Atombombe explodiert. Ihr werdet wissen, wann das ist, aber wir hoffen, dass es niemals dazu kommt. Wir müssen vorbereitet sein. Es gibt einen hellen Blitz, heller als die Sonne, heller als alles, was ihr jemals gesehen habt. Wenn ihr nicht vorbereitet seid und nicht wisst, was zu tun ist, könnt ihr auf verschiedene Weise verletzt werden. Ihr könntet umgerissen oder gegen einen Baum oder eine Wand geschleudert werden. Es ist eine so große Explosion, dass sie in der ganzen Stadt Gebäude zerstören, Schilder umwerfen und Fenster zerbrechen kann. Aber wenn ihr wie Bert in Deckung geht, seid ihr viel sicherer. Ihr wisst, wie schlimm ein Sonnenbrand sein kann. Die Atombombe würde euch stärker als ein schwerer Sonnenbrand verbrennen, besonders wenn ihr nicht in Deckung geht. Nun haben wir keinen Panzer wie Bert, die Schildkröte, in den wir kriechen können, sodass wir eigene Wege finden müssen, um in Deckung zu gehen. Zuerst duckt ihr euch und dann deckt ihr euch zu. Ihr deckt die Hinterseite eures Halses und euer Gesicht ganz fest zu. Betty fragt ihren Lehrer, wie wissen wir, wann die Atombombe explodiert ist? Und der Lehrer erklärt, dass es zwei Arten von Angriffen gibt. Mit Warnung und ohne Warnung. Wir glauben, dass wir in den meisten Fällen vor einer Bombenexplosion gewarnt werden, sodass wir genügend Zeit finden, in unseren Häusern, Schulen und anderen sicheren Orten Zuflucht zu finden. Egal, wo wir wohnen, in der Stadt oder auf dem Land, wir müssen jederzeit auf die Atombombe vorbereitet sein. Ducken und schützen. Das ist das Erste, was zu tun ist. Und das Nächste wäre, in Deckung zu bleiben, bis die Gefahr vorbei ist. Ja, wir müssen uns jetzt alle vorbereiten, damit wir uns schützen können, wenn die Atombombe in unserer Nähe explodiert. Wenn ihr nicht wisst, was zu tun ist, fragt euren Lehrer nach dem Film. Besprecht, was ihr an verschiedenen Orten machen könnt, wenn die Bombe explodiert. Ältere Menschen werden uns wie immer helfen. Wenn die Bombe explodiert, sind vielleicht keine Erwachsenen anwesend. Dann seid ihr auf euch allein gestellt. Erinnert euch daran, was zu tun ist, Freunde. Was macht ihr, wenn ihr den Blitz seht? Ducken und schützen. Dieser Film wurde in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Schulen von Astoria und New York, New York produziert.